Also von meiner Seite war natürlich sensationell. Ja, wir wurden auch schon jetzt, wo die Mutterkurve noch nicht dabei ist, sehr gut unterstützt. Das muss man auch sagen. Die Leute sind auch in den ersten Spielen, haben eine gute Stimmung gemacht. Aber es ist natürlich, wenn die Kurve da ist, ist natürlich nochmal ein anderer ja, Pegel da. Und die haben wir gespürt. Das hat nochmal Energie ins Stadion reingebracht. Und es ist cool, dass Sie jetzt wieder dabei sind und uns so auch mit unterstützen. Da sind wir alle froh. Ja, ich schließe mich dem Ganzen an. Ich muss sagen, dass uns die Fans, auch wo jetzt die Muttenzer Kurve jetzt noch nicht da war, sehr gut unterstützt hat, uns nach vorne gepeitscht hat. Und heute war es genau gleich, wie der Trainer schon gesagt hat, der Geräuschpegel war dementsprechend lauter. Es hilft uns enorm. Für mich war es auch was Besonderes, weil ich jetzt schon knapp ein Jahr da bin und eigentlich noch nie vor der Muttenzer Kurve habe spielen können. Von dem her war es was Besonderes und ich bin froh, dass dieses Spiel dann auch gewonnen wurde und zu Null, also besser jetzt nicht laufen können. Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden mit dem Sieg. 4-0, relativ hoch. Ich glaube, wenn man das ganze Spiel anschaut, gab es schon Phasen, wo wir Mühe hatten, wo das vielleicht nicht so klar war, wie das Endresultat war. Ich denke, wir sind gut ins Spiel gekommen, haben den Gegner unter Druck gesetzt, aber auch immer wieder kleine Fehler drin gehabt in unserem Offensivspiel. Und trotz den Fehlern am Gegenpressing haben wir dann die Bälle wieder geholt und haben dann auch den Gegner wieder mal unter Druck setzen können. Haben ein riesen Tor geschossen, das 1-0 im Umschaltspiel. Und ich glaube, zu Recht mit 2-0 in die Halbzeit gegangen. Nach der Halbzeit haben wir eine Phase gehabt, wo wir zu weit auseinander waren. Die Vertikalbälle vom Gegner konnten wir vorne nicht so gut angelaufen, konnten wir nicht so unterbinden, waren zu weit auseinander. Und wenn der Gegner da in den letzten 20 Metern konkreter gewesen wäre, hätte man sicher mehr Mühe gehabt, die Null zu halten. Und, aber über das ganze Spiel gesehen, denke ich, sind wir sicher der korrekte Sieger, haben uns dann auch wieder gesteigert, haben ein bisschen Stabilität reinbekommen mit den Auswechslungen und das hat's dann, hat sich dann auch ausgezahlt. Ja, ich denke, am Ende ist es relativ hoch ausgefallen, aber wenn man die letzten Minuten, 20 Minuten gesehen hat, was wir dann auch verdient haben, haben wir doch die eine oder andere Chance noch gehabt. Die 4 Tore, die wir geschossen haben. Ich denke, wir haben die Chancen rausgespielt, aber wir haben sicher dem Gegner zu viele Spielanteile zugestanden, phasenweise. Und das ist das, was dass man trotzdem sagen kann, hätten wir heute besser machen müssen. Ja, das sagt für mich, dass wir immer noch Spielphasen haben, wo dann nicht ganz zusammenpassen. Ich glaube, wir haben gegen Aarau ein ähnliches Spiel gehabt. Wir haben gegen GC auch phasenweise solche Momente gehabt. In Budapest die erste Halbzeit. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und da müssen wir auch dranbleiben, wie ich das nach dem letzten Spiel schon gesagt habe. Aber für mich ist es so, dass wir in allen Bereichen sicher Luft haben und eben auch der Umgang mit Spielphasen, dass wir auch merken, wenn der Gegner dann vielleicht mal ein bisschen Druck macht, dass man dann auch die richtigen Schlüsse zieht. Und dann auch vor allem das Augenmerk auf die Defensive legt. Und grundsätzlich sage ich auch, dass wir noch immer viel Arbeit vor uns haben. Ja, der Gegner, der Stürmer ist relativ lange alleine auf mich zugelaufen. Ich habe ihm versucht, einfach lange wie möglich stehen zu bleiben, ihm keine Option zu geben, frühzeitig mich in irgendeine Ecke zu entscheiden und habe mich in letzter Instanz dann für die linke Seite entschieden und habe mich dann Gott sei Dank richtig entschieden. Ich kann noch nicht viel sagen, weiß einfach, dass sie sehr heimstark sind, dass sie auf Kunstrasen spielen und auch relativ viele Zuschauer haben. Also ich glaube, 15.000 Taugarten sind da im Umlauf. Also von dem her wird es eine relativ große Kulisse geben. Sonst habe ich mir noch nicht viele Informationen. Also wir haben sie intensiv angeschaut. Ich werde das morgen bekommen. Aber jetzt ist klar, ist der Cup mal im Vordergrund am Sonntag. Das wollen wir auch seriös angehen. Aber ich werde mich natürlich übers Wochenende auch mit Hammarby beschäftigen, den ganzen Staff. Und damit wir bis Donnerstag optimal vorbereitet sind. Aber ich wollte jetzt heute das Spiel ja, so angehen, dass wir uns auf das fokussieren und nicht zu viel, was nachher sein könnte.